Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video bei Die Sachsengriller. Heute ist wieder Freitag und wir haben wieder mal die Feuerplatte angeworfen. Und heute gibt es mal was Bekanntes, Einfaches, aber natürlich nach unserem eigenen Geschmack und Style. Und zwar ist es ein English Breakfast. Wie wir das gemacht haben, was in unserem English Breakfast drinsteckt, das zeigt euch jetzt der André. Genau, viel Spaß beim Zusehen. Viel Spaß. Für unser English Breakfast brauchen wir einige Sachen. Und zwar wollen wir unsere Baked Beans selber machen. Dafür bräuchten wir ein paar weiße Bohnen. Hier ist noch ein kleines bisschen Grünzeug schon mit drin, ein paar Möhren und Lauch und sonst was. Das ist gut so. Aha, der Magen wieder, ne? Dann bräuchten wir noch ein paar geschälte Tomaten, ein paar Lorbeerblätter und Worcestersoße für unsere Baked Beans. Des Weiteren zum Englisch oder English Breakfast gehören natürlich Bacon, Eier, Tomaten und hier vorne unsere kleinen Nürnberger Würstchen und kleines bisschen Öl zum Anbraten sowie unsere Gewürze vom Achterhof, Salz, Pfeffer und Chili. Für unsere Baked Beans habe ich mir hier mal einen Wok gemacht oder geholt. Wir wollen das ja alles auf der Feuerplatte machen und in der Mitte haben wir so einen Wokhalter und da passt unser Wok ganz genau drauf. Also wie gesagt, unsere Baked Beans. Habe ich hier jetzt schon mal unsere Tomaten reingemacht, unsere Lorbeerblätter mit Salz und Pfeffer abgewürzt. Des Weiteren kommen jetzt noch unsere Bohnen mit hinzu. Dies Ganze werden wir jetzt verrühren, nochmal kurz abschmecken und dann geht's schon auf die Feuerplatte. Die Feuerplatte hat uns wieder, wie ihr seht. Wir haben hier unseren Wokring aufgesetzt. Wir haben das Feuer ein kleines bisschen runterbrennen lassen, dass wir jetzt nicht so viel Hitze haben. Unser Wok kommt hinauf und jetzt ca. 20 Minuten kochen lassen. Und denkt aber dran, mal wirklich immer schön mit umrühren. Nicht, dass uns hier irgendwas anbrennt. Aber wir holen euch dann mit dazu, wenn es fertig ist. Nach 20 Minuten sehen unsere Baked Beans so aus. Wir haben sie jetzt nochmal abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer, wieder Worcestersoße. So nach unserem Geschmack. Und jetzt nehmen wir die runter, versuchen die Lorbeerblätter rauszuholen. Und dann geht es schon an der Feuerplatte weiter. Der Wok ist runter. Wir sind an der Feuerplatte. Wir fangen an mit unseren kleinen Nürnberger Würstchen. Legen wir jetzt in den sehr heißen Bereich. Werden wir sie schön anbraten und dann kommt unseren anderen Zutaten nach und nach dazu, je nach den Garzeiten. Unsere Würstchen haben wir mal gedreht, jetzt kommt der nächste Kandidat dazu, das ist unser Bacon. Oder auch genannt der Geschmack. Echt? Oh ja. Genau dieses Geräusch. Ich glaube, das werden wir mal als SMS-Ton nehmen. Ja, wie ihr seht, unser Bacon ist jetzt auch fast durch. Jetzt kommt noch ein bisschen Gemüse auf die Platte. Ich hoffe, die Platte nimmt mir das nicht übel. Oh je, das kriegst du nie wieder runter. So, ein bisschen was fürs Auge. Und dann kommt schon das nächste Highlight, unsere Eier. Die legen wir mal hier hin. Wir haben uns für Spiegeleier entschieden. Das kann natürlich jeder selber machen. Von Region zu Region ist das ja anders. Eines machen da Spiegeleier, die andere machen Rührei. Das ist aber euch selber überlassen. Natürlich sind das Hühnereier und keine Spiegeleier. Echt? Unsere Platte sieht schon gar nicht mal so schlecht aus, aber es fehlt noch ein kleiner Klecks. Und zwar werden wir jetzt mal den Bacon ein bisschen rüberschieben. Den Speck. Damit nämlich unsere Baked Beans darin auch noch baden können. Die hatten wir ja vorhin bloß beiseite genommen. Die werden wir jetzt wieder erwärmen. Und dann ist die ganze Sache schon fertig. Wie ihr seht, unsere Würstchen sind fertig, unsere Eier sind fertig. Dann hilft Nummer 1. Kosten, kosten, kosten.
Ja, wie ihr gesehen habt, es waren einige Schritte zu erledigen, aber wir sind zum Ziel gekommen mit unserem English Breakfast. Ich probiere mal das Wichtigste. Viele Sachen sind zu kosten. Geil. Immer. Die Baked Beans, die selbstgemachten. Die angebratene Tomate, habe ich meine Platte nicht zur Sau gemacht damit. Das waren schöne Flecken. Aber die Baked Beans hier haben wir vorhin schon mal abgeschmeckt in der Pfanne. Das sind wirklich herrlich geworden. Der Vorteil daran ist, wenn ihr die selber macht, könnt ihr natürlich komplett euren Geschmacksstil mit einbringen. Wir haben hier unseren und damit sind wir wie immer zufrieden. Schön. Gegrillte Tomate. Und ich glaube, an den Nürnberger Würstchen kann man auch nichts verkehrt machen. Nein. Wir kosten sie trotzdem. Wie eh und je. Und hier habe ich noch mal ein Stück. Durch die Kombination. Bacon. Hast du jetzt das ganze Würstchen mit einmal gegessen? Niemals. Will nicht. Bacon und Ei. Ja. Auch hier natürlich wieder das Ei vom Bauern auf dem Nachbarhof. Ja. Also wenn mal wieder Ideen fehlen für ein wunderbares Frühstück, was kräftig und herzhaft sein sollte, wenn man wieder auf Wanderung geht oder irgendwas. Genau. Und dann kann ich das nur sagen, das ist Nachmachen empfohlen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, sprecht über uns, redet über uns. Setzt einen schönen Kommentar unter unser Video. Und dann würde ich sagen, wir essen weiter. Wünschen euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video, eure Sachsengriller, Andrew und Marco. Ciao.